Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man vielleicht sieht, sieht man eigentlich nicht. Nee. Oh. Es ist alles weggeräumt und das heißt, wir fahren los. Und wie soll es auch anders sein? Wohin fahren wir? Das dritte Mal in 8 Tagen. In die Werkstatt. Aber diesmal mehr oder weniger fast freiwillig, weil wir nicht nur... Gut, wir haben immer noch das mit der Markise, steht noch aus. Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, weil jetzt haben sie nämlich einen Sachverständigen rausgeschickt. Genau, der kommt da gleich zur Firma jetzt hin, weil einen Tag haben wir schon... Zur Tür, wo wir in die Werkstatt fahren. Genau, weil einen Tag wollte er schon mal kommen, als in Strömen geregnet. Da haben wir auch gesagt, ja, wie sollen wir jetzt hier die Markise rausfahren, ne? Und deswegen, das war ein Sturm hier. Unglaublich. Gegossen ohne Ende. Und das ist ja jetzt sozusagen, jetzt kommt er eine halbe Stunde vor dem Termin in der Werkstatt bei Tirge, kommt der Sachverständige dorthin und will sich das angucken. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was das dann wiederum bedeutet. Weil es ja eigentlich schon klar war, ne? Die wollten unsere Kontonummer haben und alles. Wir haben einen Kostenvoranschlag hingeschickt. Zumal wir ja auch, wir hatten ja zwei Varianten, einen neuen Stoff rein, Markisenstoff reinziehen oder eine ganz neue Markise. Da haben wir gesagt, nein, Hauptsache, das zerlöcherte Ding ist da weg und dann sind wir ja zufrieden. Ne? Ja, naja, jetzt kommt noch jemand raus und guckt sich das an. Naja, da sind wir jedenfalls schon mal gespannt, was das jetzt wieder irgendwie bringen soll oder werden soll oder weiß der Ich bin auch sehr gespannt, ob wir bald mit so einem Flickending rumfahren oder... Oh Gott, nee, das lassen wir auf jeden Fall heute machen. Ja, natürlich. Das ist ja verabredet, deswegen, das ist ja unter anderem, deswegen haben wir ja den Termin heute in der Werkstatt. Weißt du, nach über 3 Monaten bemüht sich mal jemand und naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, da sind wir schon ganz, ganz gespannt. Ja, und dann werden eben halt nochmal so ein bisschen Kleintüdelkram gemacht. Achso, ist das an? Ja. Ja, dann geht können das wir dann ja, können doch. Wir ja mal, können wir ja mal ummachen. Ne? Ja. So. Meins leuchtet rot. Meins auch, was heißt das? Gleich alle, ne? Ich weiß es nicht. Dann müssen wir schnell machen. Ich muss schnell reden. Ich glaube nicht, aber... Ist deins grob blau? Meinst du auch? Nee, grün. Schalz, schnell. Ja, und rot. Ach, ich weiß nicht, irgendwas stimmt ich damit schon. Schalz nicht. Genannt. So. Auf jeden Fall lassen wir noch so ein paar schöne Sachen machen, die hier auch so ein bisschen wieder, ja, so ein bisschen Unheil abwenden sollen. Und, aber das erzählen wir euch erstmal später. Wir haben jetzt uns erstmal hier einen Kaffee to go gemacht, weil wir dann gleich losrollen. Genau, das machen wir nämlich immer, wenn wir mal wegfahren und dann keinen Abwasch mehr haben wollen. Genau. Dann machen wir das mal auf so eine Art hier. Das Geschirr nicht durch die Gegend poltert hier und wegen, ja, aus Gründen. Und was natürlich noch wir erzählen wollten mit der Heizung. Ach so, ja, warte mal. So, ich glaube, wir brauchen gar nichts weiter sagen. Ja, es ist wieder richtig schön molle warm. Ja. Ja gut, heute jetzt noch nicht, weil es noch relativ früh ist und die Heizung gerade erst angesprungen. Aber auf jeden Fall, die Heizung ist wieder absolut super repariert, beziehungsweise sie ja mehr oder weniger fast komplett ausgetauscht worden. Und da müssen wir echt nochmal Danke sagen an unsere Werkstatt und Händler Tirge. Weil das haben die so super an einem Tag alles hingekriegt, ausgetauscht, gemacht, getan. Schnell die Teile besorgt, ja, am nächsten Tag gleich eingebaut, damit wir hier nicht frieren müssen. Also muss ich sagen, das ist echt noch Service. Und wir waren so happy, als die Heizung wieder ging. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil wenn man ja erst mal ein paar Tage bei um die 10 Grad aufgestanden ist, mal tagsüber konnte man sich ja noch einigermaßen behelfen. Mit unserem kleinen Heizlüfter oder abwechselnd dann mit der Klimaanlage. Ja, das wollten müssen wir eigentlich noch mal zeigen, weil haben ja auch viele von euch gesagt, Mensch, ihr könnt doch mit der Klimaanlage heizen, haben wir auch gemacht. Aber, also wirklich ein Höllenlärm. Ich sage mal, da mussten wir abwägen, verärgern wir unsere Nachbarn oder frieren wir. Und da haben wir es teilweise dann echt schon ausgelassen, zumindest wenn es zum Abend hingeht. Das hat hier gerömert und... Draußen ist es vielleicht gar nicht mal jetzt so schlimm. Doch, Schatzi, das vibriert. Ja, aber trotzdem, ich habe mich da draußen hingestellt. Das ja, war schon ganz schön. Also ich sag mal, ist ja auch nicht die Zeit gewesen, wo alle so ihre Fenster aufhaben und so weiter. Ja, ne? Aber das hätte ich jetzt schon mehr in Kauf genommen, als das, wie laut das hier drin ist. Ne? Weil das ist ja nun wirklich schon, das hält man einfach nicht lange aus. Das ist so. Ne? Ja, also wer sich beschwert, wie laut eine Klimaanlage ist, der hat das Ding noch nicht erlebt, wenn es andersrum macht, nämlich heizt.
Also das ist schon, aber egal. Wir haben überlebt. Wir sitzen hier noch. Wir sind auch noch toi 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 nicht erkältet oder sonst was. Ne, und da muss man aber auch mal wieder sagen, an solchen Sachen merkt man doch, was wir für verweichlichte Muschis geworden sind. Ne? Ja, wirklich. Und auf jeden Fall weiß man das jetzt auch ganz anders zu schätzen, ne, wie wichtig doch irgendwie so eine Heizung im Winter ist. Ne? Also das ist schon... Siehst du, und sowas erlebt man alles, wenn man in ein Wohnmobil zieht. Nicht? Ich bin heute auch noch ganz, Schatz, wir machen jetzt aus. Ich kann ja noch gar nicht richtig sprechen. Ja, das Radiometer, genau. Mit der Klimaanlage zeigen wir euch und dann, wie es weitergeht bei unserem Händler und was wir da wieder an Sachen machen. Genau. Optimieren. Wir optimieren wieder. Bis später. So, wir sind mittlerweile wieder zurück aus der Werkstatt und ja, da mussten wir uns schon mal ein bisschen jetzt so ein bisschen stärken, immuntechnisch stärken natürlich. Jetzt wollte ich mal sagen, so ein bisschen Saft und wie das hier wieder aussieht. Also dann merkst du richtig so, wenn die Küche klein ist, dann sieht es gleich chaotisch aus. Also das gibt es jetzt nur noch diesmal und dann nicht wieder. Aber stell dir mal vor, jetzt sind es eine große Küche und die ganze Küche würde so aussehen. Hat es nie ausgesehen. Nie hat meine Küche so ausgesehen. Naja, da war das aber auf 6 Meter verteilt dann und dann ging es los. Und dann noch so ein richtig schön Essen und Kochen und Backen und alles zugleich. Ja, aber da habe ich ja schon immer teilweise Zackenteil in Geschirrspüler gemacht. Das war ja nie so. Nur hier habe ich ja keinen Geschirrspüler, keine Fläche, kein... Aber das macht nichts. Ich liebe es hier trotzdem. Deswegen will ich jetzt gar nicht meckern oder so. Aber, also, ist sehr gewöhnheitsbedürftig, gewöhnungsbedürftig. Aber was wir eben hatten, also ich glaube, das lassen wir sein. Also dieses gesunde... Oh. Wir hatten eben Sellerie-Rote-Bete-Saft. Oh, der hängt mir richtig vom Magen. Mir ist ganz übel. Ja, der riecht auch schon so komisch. Ne? Nee. Das kann doch nicht gesund sein, sowas. Oh, nee. Also hier ist noch ein Bier im Kühlschrank. Ich glaube, wir nachspülen. Lassen das hier lieber. Naja, auf jeden Fall wollte ich das ja auch nur mal kurz, wie das denn hier mal so aussieht. Ne? Und aber was wir jetzt so haben machen lassen... Das wird der Maître euch sagen, da habe ich ja nicht so viel Ahnung von. Aber es sieht schon mal gut aus. Und es wurde auch alles so ein paar Tüdelkram hier. So Fensterscharniere war ein bisschen los. Hier denn dieser Knüppel war los. So ein bisschen hier dieses Magnetstück, zack, zack, alles Taco wieder in Ordnung gebracht. Guck mal, sieht man schon die erste Weihnachtsdeko. Ne? Ich dachte, du darfst das nicht so zeigen. Das machen wir dann nachher. Wir haben es nämlich schon richtig weihnachtlich hier. Und aber wie gesagt, und dieser ganze Tüdelkram, hier noch was, da noch was, alles wieder tippitoppi gemacht. Und was natürlich uns wichtig war, die Anschlüsse. Die Anschlüsse hier von dem Verteiler, Warmwasser, Kaltwasser ist das, glaube ich, ne? Ja. Mensch, wie technisch versiert ich bin geworden, ne? So, und dann haben wir natürlich auch hier für die Küche, haben wir einen Wasserfilter einbauen lassen. Also wir könnten jetzt auch theoretisch aus dem Wasserhahn trinken. Ne, könntest du gleich so, der ist ja hier beweglich, ne, zack, könntest du gleich rein in eine Schlute. Ist so praktisch. Wollen wir das mal? Komm, Schatzi, das zeigen wir mal. Ja, komm, los, mach an. Ich stehe nicht du. Ich stehe doch hier mit der Kamera. Nein, Schatzi, du beugst dich vor. Schatzi, du hast das schon so schön eben gezeigt. Ich brauche dann einfach nur noch den Hahn andrehen. Nee, ich bin ja hier, du kommst hier ja gar nicht ran. Ich komme da dran. Doch. Gut, also Quatsch jetzt. Also, wir haben jetzt einen Filter davor. Also könnten wir jetzt praktisch hier einen Filter und wenn wir wollen würden, hätten wir für außen noch einen Alpfilter. Also da kann nichts mehr passieren, würde ich jetzt mal so sagen. Gut, so Wasserexperten würden sagen, geht gar nicht. Für uns ist es genau richtig. Also ein paar Magengrummeln, wir lieben das. So, jetzt aber machen wir deine Bank hoch. Ja, das geht nicht so schnell. Das haben wir doch schon zweimal gezeigt, wie ich das alles aufmache. Ja, aber... Machen wir jetzt aber sofort im Anschluss mit weiter. Ich packe aber schon mal hier die ganzen Polster da aus. So. Ja, genau. Und ich übernehme die Kamera. Ja. Und du hör auf zu lecken. Hör auf, deine Pfötchen zu lecken. Oh. So.
Hast du genug Geschimpfe im Hund? Ich schimpfe doch nicht im Hund, ne Püppi. Sollst du nicht Lutschi-Leck machen? Nein, das ist nicht gut. So, jetzt aber. Ja. Ja, bevor wir das jetzt zeigen, wie das jetzt aussieht, haben wir das ja vorher zum Glück. Wenigstens haben wir es mal diesmal nicht vergessen, dass wir es mal zeigen können, wie es vorher aussah. So sah es vorher aus. Ja, das sind die Wasserverteiler, die von Detlefs Original eingebaut sind. Und da das nicht so die allerbeste Qualität ist und insofern da die Gefahr droht, dass die mal undicht werden, wollen wir die eben gerne austauschen. Ja, und hier haben wir das jetzt also, so wurde das jetzt gemacht mit den Wasserverteilern. Und die sind halt eben einfach hier so ein bisschen hochwertiger als das Kram, was da vorher drin war. Und das ist schon mal ganz gut geworden. So, und da unten ist jetzt eben hier unser Wasserfilter eingebaut. Und der geht dann eben von da aus dann direkt zum Küchenhahn, zum Küchenwasserhahn. Und ja, den braucht man eigentlich nur einmal im Jahr auszutauschen. Und das ist wenigstens hier die Ecke, wo wir jetzt schon genau wissen, wie man da dran kommt. Und ja, so sieht das jedenfalls da unten aus jetzt. Und von daher sind wir da ganz zufrieden mit, haben sie alles so ganz schön gemacht. Wir wollten es eigentlich näher am Wasserhahn haben, direkt in der Küche. Aber da hat man überhaupt keine Chance, dran zu kommen. Das geht einfach überhaupt nicht. Und deswegen ist das jetzt hier unten. Aber ich denke mal, das ist auch schon soweit ganz gut. Ja, bin ich auch mal gespannt, wie das Wasser dann so. Weißt du, das wäre so das ideale Schleuserfahrzeug, ne? Und wenn du das alles ausbaust, das Innenleben, packst da so eine Familie rein? Ja. Ne? Fällt mir gerade so ein. Hm. Naja, war jetzt nochmal so. Ja. Wie viel Platz hier noch ist, wenn das Ganze. Dann können wir vielleicht einen kleinen Nebenjob uns irgendwie angeln, wa? Wie komme ich denn da jetzt drauf? Ich aber weiß das ist nicht. Du kannst immer auf solche Sachen. Wenn dieser ganze Tüdelkram da nicht drin wäre, ne, könnte man doch irgendwas transportieren. Tja, da passt bestimmt eine ganze Großfamilie rein, ne? Naja, da Vater, Mutter, hier auf der Alde ein Kind und ich nehme der Alde ein Kind. Zack. Vielleicht auch noch mit ein paar Haustieren dazu oder so. Ja, da vorne ein Esel. Freut sich Wilma. Pferd. Ja, vor allem beim Esel. Ach, ich liebe ja. Esel. Esel, doch, das ist ein Esel. Ich hätte ja so gerne einen Esel. Ja, wir brauchen noch einen Esel. Ja, gut, ja. Eigentlich, denke ich mal, haben wir soweit alles erzählt. Ne? Ja. Also, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir erstmal nicht in der Werkstatt müssen. Doch, wir müssen in vier Wochen. Ja, da haben wir nämlich Wartung. Nee, 3 Wochen. Die erste Wartung bei Iveco. 2 Jahre schon wieder rum. Ja, 2 Jahre, erst so richtige Wartung. TÜV. TÜV. Und ja gut, das ist auch ja in 3 Wochen, ne? Ja, 3 Wochen. Ja. Und die sollen das müssen wir auch sagen, die Bremsen quietschen. Und der Spiegel links, der ist irgendwie nicht so richtig gut verstellbar. Das reicht irgendwie nicht. Der muss ein bisschen weiter nach oben. Ich weiß nicht, ob der irgendwas ausgehakt ist oder ob das richtig so ist, weiß ich nicht genau. Das müssen wir auch nochmal gucken. Ja, aber sonst haben wir nichts Großes. Nee. Im Grunde ist es alles, ja, wir hatten noch erst überlegt, machen wir ein Video, machen wir kein Video. Aber viele wollten jetzt ja nun auch wissen, ob wir es wieder warm haben. Und also Mit der Heizung übrigens, da wurde ja jetzt der Kessel und das ganze Gehäuse wurde sozusagen getauscht. Und das ganze andere Kram musste dann dementsprechend da wieder in das neue Gerät dann eben eingebaut werden. Das war wohl auch eine ziemliche Tagesaufgabe, ja, ne, insgesamt. Die haben gesagt, den ganzen Tag haben sie ihn nicht gesehen. Ja. Den ganzen Tag war er weg. Ich kann sich gar nicht irgendwo hinsetzen. Alles voll. Ja, nee, wir wollten ja auch nur mal kurz damit abschließen, sage ich mal. Oh nein, geht's, Schatz? Ja. Oh, ich glaube, ich muss. Oh Gott. Nee, alles ja? gut. Ja, natürlich, ich habe mich doch nur ein bisschen hingesetzt. Nein, wir wollten ja damit jetzt nur noch mal kurz abschließen mit der Werkstattgeschichte eben hoffentlich und ja, gehen mal jetzt davon aus, dass jetzt erstmal alles läuft. Ja, ja, sonst ist bei uns eigentlich wie immer alles beim Alten. Wir gehen so unseren Sachen nach und ja, teilweise nicht so schön.
schöne Dinge, aber da müssen wir jetzt irgendwie durch. Und wie gesagt, wenn jetzt auch mal kein Video kommt, dann wisst ihr einfach, wir haben nichts. Es passiert einfach, also ich sage mal, für euch jetzt nichts Interessantes. Also wir haben hier jeden Tag schon genug Engtäng. Ja, aber das ist alles, es ist ja für euch nichts irgendwie, was wichtig ist. Und es wurde letztens schon gesagt, ihr macht ja nur noch Laber-Videos, ja, aber das ist halt das Leben mal. Ne? Das ist nicht immer. Man kann es eh nicht jedem recht machen. Das können wir, das wollen wir ja auch gar nicht erst versuchen, sage ich mal. Wir können ja nur das zeigen, was wir machen. Und wenn wir im Moment nicht so viel machen, dann ist das halt eben so. Wir hätten es auch wirklich gerne anders. Ja, das könnt ihr uns glauben. Echt schöne Fahrten. Absolut. Aber ich sage ja jetzt mal so, wir haben ja so das Leben im Wohnmobil. Und es ist ja nicht gesagt, dass wenn man jetzt ein Leben im Wohnmobil hat, dass man jetzt nur nonstop und ohne Ende auf Achse ist. Das war ja auch so, wäre ja von uns auch gar nicht geplant. Mhm. Ne, dass man jetzt nur hier hin und dahin und dahin und hierhin, ne, auch mal irgendwo schön gemütlich stehen, mal länger stehen, wo es einem gefällt, sowas eben halt. Ne? Und das, ne, das Leben besteht nicht immer nur aus Action. Und wie gesagt, ihr könnt uns echt glauben, dass wir euch so gerne was anderes zeigen möchten. Aber es geht halt nicht. Aber was wollte ich auf jeden Fall noch zeigen, aber wie gesagt, wenn jetzt nicht nächste Woche, dann wahrscheinlich übernächste oder so, dann zeigen wir euch auf jeden Fall nochmal, wie was hier, beziehungsweise wie Iris, wie schön, dass Iris hier wieder alles gemacht hat und ja, was wir hier so für eine schöne Advents- und Weihnachtsstimmung drin haben, weil das ist schon wieder echt total super duper geworden, also wirklich. Naja, Schatzi, wenn wir schon nichts groß haben, an was man sich irgendwie erfreuen kann, dann kommen wir hier wenigstens rein und wir kriegen neue Besuch hier. Dann kommt man hier wenigstens rein. Ich bin nicht neugierig, nicht, dass man jetzt denkt, aber man muss ja mal gucken, was hier wer hier ein? Oder entsorgt er? Nee, der parkt ein. Oh Gott, der parkt ein direkt neben uns. Müssen wir wieder leise sein. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich ganzen Faden verloren. Wegen dir wieder. Nein, wegen dir, weil du einen langen Hals gemacht hast. Ich habe doch nur was geguckt. Nein, wir melden uns auf jeden Fall noch damit. Und ja ich würde sagen, bis dahin erstmal euch eine schöne Zeit, Adventszeit. Oh ja, und eine schöne Woche, schönes Wochenende, genau. Der Tisch ist so blöd gemacht mit diesem Einhaker. Der ist nämlich immer genau im Weg und deswegen ist der Tisch nie eingehakt bei uns. Ja gut, sonst haben wir alles, glaube ich. Ne? Ja, sonst ist erstmal alles. Ihr wisst Bescheid, also wenn wir mal nicht da sind oder so. Wir sind ja nicht weg, wir sind nur nicht da. Also ja, genau. Dann wir sind halten uns nur ein bisschen bedeckt, weil es nichts groß gibt. Genau, alles klar. Ja, gut. Ein schönes Wochenende und bis dahin. Ja, bis dahin. Tschüss.